Der Vormittag ist Geschichte. Die Mannschaften haben sich kennengelernt und nun hieß es, fokussiert bleiben, gemachte Fehler abstellen und die maximale Höchstleistung abrufen. Ja, die Höchstleistung abrufen, das wollten diese beiden Teams auf jeden Fall. Denn schon im ersten Match gewannen beide Mannschaften ihre Spiele, sei es nun der südbadische HV oder der Handballverband Mittelrhein. Dementsprechend gestaltete sich auch dieses Aufeinandertreffen. Man merkte den Spielern das Selbstbewusstsein an, traf ein Team auf der einen Seite, legte die gegnerische Mannschaft sofort nach. Und das gleiche Spielchen auch hinten, hielt Elias Hofen einen auf seiner Seite, machte es ihm sein Gegenüber einfach nach. Eine äußerst unterhaltsame Partie, die sich auch in Durchgang 2 nicht änderte. Allerdings sahen das die Süddeutschen wohl anders, denn der HV Mittelrhein legte nochmal eine Schippe drauf und zog Mitte der zweiten Halbzeit bis auf 6 Tore davon. Ja, und von diesem Lauf erholten sich die Männer in Gelb auch nicht mehr. Der südbadische HV unterliegt dem Handballverband Mittelrhein mit 21-27. Wir sind perfekt in den Tag reingestartet, haben 2 perfekte Spiele gespielt. Zwar im ersten Spiel waren wir jetzt nicht so stark, ich denke mal, weil das mit morgen zu tun hatte. Aber wir haben alles gegeben, wie jedes Mal. Die Jungs geben immer alles, die stehen hinter mir, ich stehe hinter denen. Die Trainer stehen hinter uns, wir stehen hinter den Trainern. Das ist eigentlich ein perfekt laufendes Team. HV Mittelrhein also mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel und die Süddeutschen mit der ersten Niederlage. Trotzdem brauchen diese den Kopf nicht hängen lassen. Morgen gibt es ja die Chance auf Wiedergutmachen. Halle 2, Spiel Nummer 2 des siegreichen hessischen HV. Der spielte gegen den Handballverband aus Sachsen-Anhalt. Die Hessen gewannen das erste Spiel klar gegen Niedersachsen. Die Jungs in Schwarz dagegen auf der gegenüberliegenden Seite verloren gegen Bayern. Man bemängelte bei Sachsen-Anhalt das Umgehen mit Chancen. Die erste Gelegenheit, das Manko auszubessern, klappte aber. Hannes Brange mit dem 1-0. Aber die Hessen gehören nicht umsonst zum Favoritenkreis und ließen sich nicht abschütteln. Das Spiel ein spannendes Duell auf Augenhöhe. Emotionen pur. Und dann auch noch das. Sachsen-Anhalt ist mal ganz, ganz frech und führt kurz vor der Halbzeit 14-13. Also Auszeit genommen und geguckt, was ging. Ja, und da ging einiges. 15-13, Mattes Kloppenburg mit der 2-Tore-Führung zur Pause. Ja, wir hatten, glaube ich, aus dem ersten Spiel heraus einiges gut zu machen. Ich glaube, die Jungs haben die richtige Antwort gegeben. Wir waren sehr aggressiv, haben die Dinge auch so umgesetzt, wie wir es wollten. Wir haben Hessen, die ja schon eine sehr starke Mannschaft haben, ich denke, mehrfach am Rand gehabt. Doch in der zweiten Hälfte zeigte dann der HVH, was in ihm steckt. Ein 6-Tore-Lauf und zack, da stand es 19-15. Die Männer von Markus Berchten motiviert bis in die letzte Haarspitze. Ja, also hier kämpft einfach jeder für jeden, vor dem Spiel, nach dem Spiel, im Spiel, einfach eine geile Truppe. Und mit diesem Team-Spirit gewann Hessen auch 23-19. Allerdings Hut ab vor Christian Pöhlers Mann für diesen Kampf. Im letzten Vorrundenspiel in Halle 2 spielte Bayern gegen Niedersachsen. Die Blauen gewannen die erste Partie klar gegen Sachsen-Anhalt. Beim ersten Sieg war Maximilian Starr noch nicht dabei. Ich hatte in der Schule leider Gottes noch eine Mathe-Klausur zu schreiben und deswegen bin ich so schnell wie es geht mit dem Zug nachgefahren, doch leider hat es erst im zweiten Spiel gereicht. Ja, hoffentlich hatte der junge Mann fleißig gelernt. Die Grünen Niedersachsen hatten das auf jeden Fall. Das Spiel davor verlor man ja gegen Hessen deutlich. Hier in der Anfangsphase hielt man aber gut mit und gestaltete das Spiel erstmal lange offen. Dann direkt vor der Pause dieser schöne Freiwurftreffer für Bayern und nach dem Halbzeit-Tee der Einbruch der Niedersachsen. Die lagen kurze Zeit sogar mit 7 Toren zurück. Aber die Jungs von Christine Witte bewiesen Kampfgeist und rissen das Spiel wieder an sich. Zumindest reichte der Wille für einen Punkt, der Endstand 23-23. Und jetzt haben beide Teams noch ein bisschen Hoffnung. Ich bin auch sehr stolz auf die Jungs, dass sie das erste Spiel gewonnen haben. Und ja, jetzt geben wir alles dafür, morgen Hessen zu schlagen. Im ersten Spiel hat man den Kampfgeist nicht so gesehen. Aber jetzt haben wir es halt besser gemacht, haben es gezeigt. Und wenn wir daran morgen anknüpfen können, dann sollten wir morgen auch ein Sieg drin sein.
Und dann müssen wir halt abwarten, wie es weitergeht. Das war das letzte Spiel in der Haupthalle, aber in der Lilli-Henoch-Halle wartete noch ein Spiel. Und zum Schluss des ersten Wettkampftages nochmal ein Leckerbissen für das Berliner Publikum. Nach dem verpatzten Start wollten es die Männer aus der Hauptstadt natürlich besser machen und da kamen ihnen die ebenso sieglosen Westfalen gerade recht. Berlin in Rot von rechts nach links schien bis in die Haarspitzen motiviert. Klar, Ausscheiden ist für Trainer Bob Hanning auch ein Fremdwort. Und für ihn anscheinend auch Yannick Pust mit einer starken Performance. Vor allem in den ersten Minuten half er seinem Team enorm weiter. Westfalen dagegen mit einem schlechten Start ins Spiel. Jedoch fing sich das Team im Laufe des ersten Durchganges, sodass der 11:13 Halbzeitrückstand noch verkraftbar schien. Ja, und Halbzeit 2 hatte es dann vor allem in der Schlussphase richtig in sich. Ein heftiger Schlagabtausch beider Mannschaften führte 4 Sekunden vor Schluss für den Vorteil Westfalen. Dann lag alles an den Nerven. Berlin behielt sie, spielte nicht überhastet und rettete mit dem Abpfiff gerade so das Unentschieden. Ja, wenn man in der Schlusssekunde den Ausgleich macht, dann kann man nicht davon reden, dass das ein souveräner Punktgewinn war. Von daher haben wir vor dem morgigen Tag zwar noch die Möglichkeit, aber wir haben aus eigener Kraft es nicht mehr in der Hand. Berlin wird also am ersten Tag seiner kleinen Favoritenrolle nicht ganz gerecht und auch Westfalen kann mit einem Punkt nicht wirklich viel anfangen.